Ja, hallo. Wir setzen unsere Session Foscon Meets Science fort. Und als nächstes darf ich den Herrn Dörpinghaus vorstellen, der uns was zu Fair-Data-Prinzipien, Transparenz und Reproduzierbarkeit im Kontext von Open-Source-Software in der Wissenschaft. Das in Wissenschaften, das muss ich mir jetzt, muss ich vorlesen, das hatte ich nicht auswendig gelernt. Auf jeden Fall ein Thema, was uns zunehmend beschäftigt, die Frage, wo wir mit den Daten, wie wir an die Daten kommen, wie wir, woher sie kommen und welche Qualität die haben und so weiter, ist etwas, was in der Wissenschaft wirklich ein Thema ist, was uns quält. Und deshalb bin ich sehr gespannt auf den Vortrag. So, jetzt ist an. Ja, an der Stelle möchte ich mich gerne erstmal vorstellen. Mein Name ist Jens Dörpinghaus. Ich bin von meinem Hintergrund her Mathematiker, habe dann 4 Jahre im DZED hier in Bonn gearbeitet, dem Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen, großes Helmholtz-Forschungszentrum. Ja, da kam ich dann das erste Mal in Berührung mit Medizinern, mit Biologen, mit Bioinformatikern und wer da noch so alles arbeitet. Und seit 2 Jahren bin ich hier beim Fraunhofer Institut in St. Augustin in der Arbeitsgruppe Bioinformatik. Und dieser Talk ist so leicht subjektiv. Das ist so ein bisschen meine Wahrnehmung zum Thema Fair Data, Open Source in den Wissenschaften. Und gleich vorweg, ich bin auch gespannt auf eure Rückmeldung. Also wenn ihr was zu erzählen habt, wenn ihr Rückfragen habt, gerne am Ende vom Talk. Was mich so ein bisschen auch im Studium schon beschäftigt hat, ist einfach die Frage nach gutem wissenschaftlichen Standard. Also wie sollte das in den Wissenschaften idealerweise laufen? So als Mathematiker kommt man relativ selten mit Daten in Berührung. Da ist man so in einer etwas, ja, fast schon so einem Elfenbeinturm. Und sobald man irgendwas mit der realen Welt zu tun hat, kommen natürlich Daten. Und ja, wie entsteht Wissen überhaupt? Das ist, glaube ich, jedem bekannt. Es gibt diese Informationstheorie, man hat am Anfang Daten, man hat irgendwas gemessen, man hat, der Arzt misst den Blutdruck, es gibt Bilddaten, die bei Lichtmikroskopie oder bei anderen Verfahren generiert werden, Computertomographie, man kann Widerstand messen, alles Mögliche kann gemessen werden und sobald man das in den Kontext setzt zu anderen Informationen bzw. zu Daten, dann entstehen Informationen und wenn man das Ganze abstrahiert, dann entsteht Wissen. So, bei den Mathematikern fehlt ja vorne so ein bisschen dieser Bereich. Ja, meine erste Begegnung mit Wissenschaftlern, die aktiv irgendwie Daten erhoben haben, Biologen, Medizinern, das war ein bisschen unheimlich. So, ich habe dann gesehen, dass nette Wissenschaftler plötzlich zu sowas mutiert sind. So ein bisschen, oh mein Schatz, und das dann so ein bisschen gehortet haben. Also es machen nicht alle, aber das habe ich relativ häufig gesehen. Und wenn es ganz schlecht lief, dann kam noch eine andere Seite von dieser Person hier, bekannt aus Rundfunk und Fernsehen, ins Spiel, nämlich, was hat der mit dem Ring gemacht? Der hat gar nichts mit dem Ring gemacht. Und auch das passiert, dass Wissenschaftler mit ihren Daten nichts machen. Sie horten sie. Und irgendwie ist das, würde ich mal sagen, keine besonders gute wissenschaftliche Praxis. Meine These ist, wenn man mehr Open Source in den Wissenschaften einsetzt und je mehr man das auch tut, desto einfacher ist es, Fair Data Prinzipien oder sogar Open Data Prinzipien umzusetzen. Das ist so meine Beobachtung. Ich möchte das jetzt gerne anhand von ein paar Beispielen aus verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen einfach mal versuchen, ein bisschen zu begründen, wie ich zu diesem Schluss komme. Und dann am Schluss möchte ich auch noch ein bisschen was zu unserer Open Source Strategie beim Fraunhofer Sky in der Arbeitsgruppe Bioinformatik einfach erzählen, wie man das leben kann und auch was für Probleme einfach auftauchen. Ja, in aller Kürze, warum Open Source in den Wissenschaften? Meiner Meinung nach hilft das bei der Umsetzung von zentralen ethischen Maßstäben in den Wissenschaften, das heißt Reproduzierbarkeit, Transparenz und ein fairer und wenn möglich offener Umgang mit Daten. Also ich gebe es zu, mein Titel ist nicht besonders gut gewählt, er ist extrem lang und eine Aneinanderreihung von Buzzwords im Grunde genommen, aber das ist halt der Kern, worum es geht, meiner Meinung nach. Und ich möchte kurz noch erklären, woher Fair Data kommt. Das ist ja so ein bisschen in den letzten Jahren gehypt worden. Es hat eine etwas längere Geschichte. Und im Grunde genommen geht es um die Frage, wenn ich Daten verfügbar machen kann, ich lade irgendwo Daten auf einer Webseite hoch und ich lade ein PDF hoch, warum sollte ich das tun, wenn ich genauso gut Plaintext, eine CSV-Datei oder irgendwas anderes hochladen kann? Also kurz zur Geschichte. So in den 90er Jahren ist aus dem Web das Semantic Web geworden. Es ging also um eine Erweiterung des Webs, wo dann auch Kontexte mit angegeben werden können.
Das heißt, es geht um Wissensrepräsentation. Unter anderem gab es da dieses Linked Open Data. Oder seit 2012 kam dann Tim Berners-Lee mit der Five Stars Open Data. Werde ich gleich noch drauf eingehen. Es gibt da verschiedene Standards, zum Beispiel URIs, RDF, OWL, alles Mögliche, um Daten und Wissen einfach vernetzt sozusagen als großen Wissensgrafen abzulegen. Das ist so die ultrakurze Zusammenfassung. Wie gesagt, Five Stars Open Data, Tim Berners-Lee. Wenn man auf diese Webseite geht, kann man auch mit einem kleinen Test irgendwie gucken, ist your data Five Stars? Ich möchte die fünf Sterne einmal kurz durchgehen. Also den ersten Stern bekommt man dafür, dass die Daten im Internet irgendwo verfügbar sind, also per HTTP erreichbar sind. Das Format ist egal, aber es muss eine freie Lizenz an den Daten kleben. Das heißt, für die allermeisten Daten gibt es noch nicht mal den allerersten Stern. Das ist der Knackpunkt bei der ganzen Geschichte. Den zweiten Stern gibt es dafür, dass die Daten in einem strukturierten Format vorliegen, also CSV, Plaintext. Und den dritten Stern gibt es dann aber für ein nicht proprietäres Format. Das heißt also, statt Excel sollte man eine CSV-Datei hochladen, statt einem PDF einfach ein Plaintext-Form. Und jetzt die letzten beiden Punkte hängen mit RDF zusammen. Also den vierten Stern gibt es dafür, dass die Daten selber in einem RDF-Format vorliegen. Das heißt also, andere RDFs können darauf quasi verlinken. Und den fünften Stern gibt es dafür, dass man selber zu anderen RDF-Ressourcen verlinkt. Bis auf den ersten Punkt ist das alles gar nicht so schrecklich wild, aber es geht eigentlich um die freie Lizenz. Die macht das Ganze schwierig. Also das hat sich nicht wirklich durchgesetzt. Und warum ist diese freie Lizenz ein Problem bei Daten? Naja, manche Daten sind einfach unfrei. Also zum Beispiel, wenn man Patientendaten erhebt. Wer möchte schon gerne seine persönlichen Daten und seinen Blutdruck und was weiß ich was für Messergebnisse gerne am nächsten Tag im Internet frei abrufen können? Es geht einfach nicht. Andere Sachen sind vielleicht Betriebsgeheimnisse, also wenn man eine wissenschaftliche Kooperation hat. Bayer Leverkusen hängt irgendwo ein Patent dran. Das sollte ja auch nicht unbedingt dann in dem Sinne frei verfügbar sein. Und das habe ich so ein bisschen hier in Klammern gesetzt. Manchmal sind Daten, die erhoben werden, auch peinlich. Oder man hat eine Publikation rausgeschlagen und vielleicht auch nicht ganz so sauber gearbeitet. Also das möchte ich jetzt keinem Wissenschaftler unterstellen, aber kennt man ja aus der Presse, das kommt gelegentlich auch einfach mal vor. Also manche Sachen sollen einfach nicht frei verfügbar sein. Und diese Restriktion fällt bei Fair Data weg. Sind die Fair Data Prinzipien? Daten und die Metadaten zu diesen Datensätzen sollen findable, accessible, interoperable und reusable sein. Also, sie sollen auffindbar sein. Das heißt also, es soll einen globalen, eindeutigen Identifier zu diesen Daten geben. Das heißt also, man lädt sie irgendwo hoch, hat eine URI und fertig ist die Gartenlaube. Sie sollen in suchbaren Ressourcen eingebettet sein. Gut, dann sorgt man dafür, dass sie irgendwo bei Google oder bei irgendeiner anderen Suchmaschine in den halt aufgeführt werden. Und damit ist der erste Punkt findable schon abgefrühstückt im Grunde genommen. So, sie sollen auch zugänglich sein, das heißt über ein Standardprotokoll abrufbar sein. Auch das hat man mit HTTP erledigt. Dieses Standardprotokoll soll offen, frei und universell sein. Und was aber der wesentlich wichtigere Punkt ist, die Metadaten sollen bleiben, auch wenn die Daten selber verschwunden sind. Also wie viele Publikationen gibt es, wie viele Analysen gibt es, wo Daten bei irgendwelchen Doktoranden oder irgendwelchen wissenschaftlichen Mitarbeitern auf der Festplatte liegen, eben nicht auffindbar sind und am Ende verlässt dieser Mitarbeiter einfach die Universität, die Hochschule, das Institut, und dann kommt die IT von der TT-Festplatte und niemand kann das mehr irgendwie reproduzieren, was da passiert ist. Zumindest die Metadaten sollen bleiben. So, interoperabel soll es auch noch sein. Das heißt, es soll eine formale, verfügbare, geteilte und anwendbare Repräsentation der Daten geben, was auch immer das jetzt im Detail heißen mag. Die Metadaten und die Daten selber sind fair und genauso referenzieren sie auf andere Daten. Das heißt also, da kommt dieser Gedanke des Semantic Webs einfach wieder mit rein. Ein bisschen schwammig ist auch der letzte Punkt, reusable, also wiederverwendbar. Es heißt ein bisschen schwammig, Metadaten und Daten erfüllen sogenannte Community Standards. Was auch immer Community Standards sind. Es ist nicht klar definiert. Aber irgendwie muss man da übereinkommen. Das klappte eigentlich, so wie ich das beobachte, eigentlich auch ganz gut. Wichtig ist beim letzten Punkt noch, es klebt eine Lizenz dran. An den Daten muss eine Lizenz
dran sein. Das heißt also, es muss nicht unbedingt eine freie Lizenz sein. Das heißt also, wer Geschäftsgeheimnisse hat, der klebt halt einfach eine proprietäre Lizenz dran. Wichtig ist, die Metadaten sind verfügbar. Das heißt also, man weiß, wen man anrufen muss oder wen man einfach eine Mail schreiben muss, um an die Daten zu kommen. So, meine These ist, je mehr Open Source man einsetzt in einer wissenschaftlichen Disziplin, desto einfacher ist es, überhaupt Open Data zu fahren, weil man natürlich offene Formate verwenden kann. Und wenn man Open Data schon verwenden kann, dann ist der Sprung zu Fair Data, also wenn man Geschäftsgeheimnisse hat, auch relativ klein. Das ist so meine Arbeitsthese. Und ich werde jetzt mal kurz so ein bisschen durch die Disziplinen hüpfen, so wie ich das bis jetzt wahrgenommen habe. Und ich weiß nicht, wie hoch hier die Quote der Geisteswissenschaftler ist. Ich möchte jetzt hier auch niemanden zwingen, sich zu outen. Aber eine Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wie sieht's eigentlich in den Geisteswissenschaften aus? Und da habe ich mal zwei Sachen aus der FAZ hier als Zitat reingenommen. Und die FAZ ist jetzt nicht unbedingt als das progressive Leitmedium in Deutschland bekannt. Das heißt also, ich glaube, das gibt einen ganz guten Stand einfach wieder. Also schon 2012 war dann die These, dass das IT in den Geisteswissenschaften eigentlich nur für Fachinformationen gebraucht wird und im Grunde genommen ein technischer Hilfsdienst ist und so die wissenschaftliche Anerkennung, die wissenschaftliche Reputation bleibt diesen Leuten einfach vorenthalten. So, 2018 gab es dann noch eine Serie Digital Humanities in der FAZ. Das Ganze wird ein bisschen positiver dargestellt, aber der Tenor ist eigentlich der gleiche. Also in den Geisteswissenschaften wird das nicht so wirklich für voll genommen. Okay. So viel vorweg. Mal kurz zur Bestandsaufnahme. Ich habe eine kleine Skizze vorbereitet, über die kann man sich vortrefflich streiten, ob man die so eigentlich hätte malen können. Sie wird ein bisschen noch weitergeführt im Laufe des Vortrags. Ich habe jetzt mal einfach eine Skala genommen. Ich habe auf die linke Seite die Naturwissenschaften genommen und auf die rechte Seite die Geisteswissenschaften. Ob man das so platt aufmalen kann, sei mal dahingestellt. Meine Beobachtung ist einfach nur, in den Naturwissenschaften oder je naturwissenschaftlicher man wird, desto allgemeiner wird die Software, desto größer werden die Softwarepakete und je weiter man in die Geisteswissenschaften geht, desto kleiner werden Softwarepakete und desto spezieller wird das, wofür man die Software verwendet. Genauso sieht es mit den Austauschformaten aus, während man bei den Naturwissenschaften relativ wenige Austauschformate hat, die sehr generell sind, sieht es bei den Geisteswissenschaften eher anders aus. Das Abstraktionslevel ist einfach ein völlig anderes. So, und jetzt fange ich mal einfach ganz links an mit den Naturwissenschaften. Informatik, Mathematik, was macht man da? Man programmiert, man findet Lösungen für Probleme, numerische Algorithmen, diskrete Algorithmen, alles Mögliche kann man machen. Und ein Tool, was da immer wieder gerne verwendet wird, ist einfach MATLAB. Aus dem Hause MathWorks, ist proprietäre Software, kommt mit so einer schicken Ribbon-Oberfläche, bunten Icons. Und was da drunter passiert, wenn man da Source Code schreibt, ist im Grunde genommen, man schreibt einen Plaintext-File, also ein .m-File. Und wenn man, so wie ich in meinem Studium, keine Lust hat, sich eine MATLAB-Lizenz irgendwo im Rechenzentrum zu besorgen, dann verwendet man einfach dieses Tool, das nennt sich Octave, kommt seit der Version 3.8, auch mit einer relativ schicken GUI, auch wenn sie vielleicht nicht so stylisch aussieht wie bei MATLAB. Aber man kann dieselbe Software mit Open Source, denselben Quellcode kann man mit Open Source Software auch ausführen. Bis auf einige Toolboxen, die halt bei MATLAB dabei sind, gibt es da eigentlich wenig Grund, irgendwie das eine oder das andere zu bevorzugen. Es gibt auch noch andere Open-Source-Software, wie zum Beispiel Skilab, anderer Syntax, aber auch ein sehr mächtiges und sehr altes Software-Paket. Generell, es ist eigentlich eher so, es wird programmiert und diese Liste ist nicht vollständig, die ist nicht abschließend. Abgesehen von C++ oder Fortran oder was auch immer man verwendet, MATLAB, es gibt Open-Source-Alternativen, Octave, Skilab, es gibt Maple, die Open-Source-Alternative dazu wäre Maxima. Übrigens gibt es, glaube ich, heute Abend auch noch einen Talk zu Maxima, also falls das irgendwen interessiert. Ansonsten Statistik, R oder R-Studio, Python. Wenn ein Mathematiker oder Informatiker eine Arbeit schreibt, dann ist es in aller Regel LaTeX. Also habe ich ganz selten erlebt, dass da irgendwas anderes verwendet wurde. Open Source, also es gibt eigentlich zu allem eine Open-Source-Alternative.
Und die Weitergabe von Quelltexten oder Daten, die eventuell generiert werden, ist eigentlich nicht grundsätzlich eingeschränkt. So, und wenn man jetzt auf der Skala ein bisschen weiter nach rechts geht, dann landet man irgendwann bei den Lebenswissenschaften oder den sogenannten Life Sciences, also im Grunde genommen interdisziplinär zwischen Medizinern, Biologen, Bioinformatikern, Ökologen, alles Mögliche, was sich dort tummelt. Und dann sieht das Ganze schon ganz anders aus. Man hat extrem viele Daten, die irgendwie weiterverarbeitet werden wollen. Und womit machen das Leute klassischerweise? Mit SPSS. So, das ist zu diesem Screenshot gibt es eine kleine Anekdote. Das ist aus dem Intranet vom DZNE, also auch schon ein paar Jahre her. Viele Leute haben nach einer SPSS-Lizenz gefragt und ich hatte dann so das hehre Ziel, man könnte da doch mal dafür sorgen, dass ein bisschen mehr Open Source verwendet wird. Ich habe dann gefragt, was machen denn die Leute mit SPSS, und habe festgestellt, das können sie genauso gut mit der Open Source-Alternative PSPP machen. So, und dann, gemein wie ich war, habe ich sowohl SPSS als auch PSPP auf dieselbe Seite verlinkt und habe PSPP, das sieht man hier oben, PSPP nach oben geschoben und bin so naiv davon ausgegangen, vielleicht interessiert sich ja der eine oder andere mal für PSPP. Weit gefehlt. Also da kommt einfach die Fachkultur mit rein. Das heißt, die Wissenschaftler wollen veröffentlichen und wenn am Ende von dem Manuskript steht, die Datenauswertung erfolgte mit SPSS, dann ist alles gut, da fragt keiner nach. Und wenn da am Ende steht, die Datenauswertung erfolgte mit PSPP, was ist das denn? Ah, da kommen dann vielleicht Rückfragen. Also da kommt auch noch die Fachkultur ein bisschen mit rein. Ja, PSPP sieht im Grunde genommen fast genauso aus wie SPSS, nur dass es Open Source ist und kann man halt genauso gut einfache Auswertungen mitmachen. Ja, schwieriger sieht das Ganze aus, wenn man dann zum Beispiel Bilddaten analysiert. Ich weiß nicht, wer eben bei dem Talk von Tim dabei war. Der hat Tumorerkennung in Computertomographiebildern betrieben mit Open Source Software. Je nachdem, was man für Geräte im Labor stehen hat, ist das nicht unbedingt schön. Diese Laborgeräte, also Lichtmikroskopie oder andere Geräte, werden halt immer mit Rechnern ausgeliefert. Das älteste, was ich in meiner Zeit im DZDE noch gesehen habe, waren Windows 98 Rechner, ohne jegliche Sicherheitsupdates, weil man darf da natürlich auch als IT nicht dran. Das ist Never Change Running System. Und dann läuft da Software drauf vom Hersteller, das heißt Zen zum Beispiel, und dann werden proprietäre Formate ausgegeben. Das heißt, es ist relativ schwierig, diese Daten weiterzuverarbeiten. Aber auch hier gibt es Open-Source-Software, zum Beispiel Fiji. Fiji ist Just ImageJ, ein Tool, was relativ so ziemlich alle Formate eigentlich öffnen kann und womit man, auch wenn es hier so possierlich rüberkommt und relativ überschaubar aussieht, das ist ein sehr mächtiges Tool, mit dem man relativ viel Bilddatenanalyse einfach machen kann. Steckt auch eine Java-Bibliothek drunter, ist halt sehr mächtig. Gut, nochmal ein Beispiel aus dem DZNE. Das ist aus unserem Wikisystem gewesen. Das ist eine Auflistung von Software. Man kann da nicht, kann da relativ wenig drauf erkennen, aber das Wichtigste kann man erkennen. Das ist die Software, die wir remote, also auf Terminal-Servern oder auf Servern irgendwo installiert haben. Und die erste Spalte gibt die Windows-Software an. Da sieht man, das ist eigentlich fast nichts, was irgendwie für Windows verfügbar war, außer Software wie MATLAB und SPSS, die aber auch, das sieht man hier an den nächsten Spalten, auf Linux-Systemen zur Verfügung stand. Also selbst MathWorks und der Hersteller von SPSS stellen ihre Software für freie Betriebssysteme zur Verfügung. Das finde ich eigentlich relativ bemerkenswert. Ich hatte es gerade schon mal angedeutet, wenn man ins Labor geht, das ist jetzt nur ein Beispielbild, das ist jetzt ein Screenshot von der DZNE-Webseite, wenn man ins Labor geht, dann hat man ein Problem in aller Regel. Also die Geräte kommen halt mit vorgefertigter Software vom Hersteller und es ist relativ schwierig, da die Daten irgendwie mit anderer Software weiter zu verarbeiten. Also ein Beispiel, es gab bei einer großen Populationsstudie, gab es dann eine Software, die die Bewegungen von den Augen analysiert hat. Und da kam auch ein Rechner mit und dann war die Frage, wie kriegen wir die Daten jetzt von diesem Gerät in ein Format, was wir jetzt in eine Datenbank speichern können. Und dann gab es ein Binary, also eine ausführbare Datei vom Hersteller, die lief aber nicht auf der Architektur von diesem Rechner. Und nach langem Rumgeärger mit dem Hersteller gab es dann ein MATLAB-File. Dann war es aber so, dass dieser Rechner in einem Netz Bergbereich war, wo er nicht mit dem MATLAB-Lizenzserver kommunizieren konnte. Und die Quintessenz war dann, der entsprechende Mitarbeiter hat Octave installiert auf dem Rechner und siehe da,
das File lief dann am Ende und am Ende kamen die Daten in einem Format raus, was man weiterverarbeiten konnte. Also nicht immer so einfach. Genauso sieht es aus, wenn man Chemie und Computer verbindet. Viele Datenbanken stehen unter einer ziemlich regressiven Lizenz. Endet aber auch noch nicht mal bei Registrierungssystemen im Laborbereich. Also ich erinnere mich an ein anderes Projekt, da sollten gefrorene Hirnschnitte in Tiefkühlgeräten gelagert werden. Eigentlich ein ziemlich einfacher Fall, da hätte man eine Open-Source-Software einfach aufschrauben können. Also QR-Code wird gelesen und dann sagt die Software, dritter Gefrierschrank, dritte Reihe, fünfte Platz oder irgendwas und am Ende findet man das wieder. Aber am Endeffekt wurde das dann ausgeschrieben und es wurde durch proprietäre Software gelöst. Also so unübersichtlich wie der ganze Bereich ist, so unübersichtlich ist auch irgendwie diese bei weitem nicht abschließende Liste von Software, die man dort findet. Es gibt eigentlich zu fast allem Proprietären gibt es auch irgendwie Open-Source-Software. In manchen Bereichen ist das eher dominant, wie zum Beispiel bei Computertomographie. Da hat man relativ viel Open-Source-Software. In anderen Bereichen, gerade im Bereich Genomics, ist es dann eher die proprietäre Software, die man dort findet. Und am Ende natürlich auch die Frage, womit schreibt man am Ende die Veröffentlichungen? Diese letzten zwei Zeilen werdet ihr jetzt auf allen Folien wiederfinden. Fachkultur. Benutzt man Word oder benutzt man am Ende sowas wie LibreOffice? Darf man das überhaupt? Nimmt ein Journal das überhaupt an? Benutzt man vielleicht LaTeX? Und wie ich finde, gerade so bei Literaturverwaltung ist das Thema nochmal besonders deutlich, weil die meisten Leute verwenden irgendwie Citavi. Es ist nicht so, als würde es dafür keine freie Alternative geben, wie zum Beispiel Zotero, aber Fachkultur, das ist so mein Fazit davon. Okay. Wenn wir noch ein bisschen weiter nach rechts gehen auf der Skala, ach so, genau, mein Resümee ist, es gibt meistens irgendeine freie Alternative und die Weitergabe der Daten ist halt je nach Format eingeschränkt. Gehen wir mal zu den Sozialwissenschaften. Was macht man da? Datenanalyse, natürlich wieder klassischerweise SPSS. Empirische Sozialforschung ist ein ganz spannendes Thema, zum Beispiel qualitative Datenanalyse, also unstrukturierte Texte mit Daten versehen. Und da gibt es eine Standardsoftware, die nennt sich MaxQDA. Und meines Wissens nach gibt es keine freie Alternative dazu. Es gibt da eine R-Library, die aber also ist quasi unbenutzbar, meiner Erfahrung nach jedenfalls. Und MaxQDA ist ein ausgewachsenes Softwarepaket, kann aber zumindest nach meinem letzten Test keine freien Datenformate wirklich exportieren. Da gibt es dann irgendwie so einen Export nach SPSS oder was die Leute sonst so brauchen, aber könnte natürlich jetzt nach SPSS exportieren und aus SPSS eine CSV-Datei exportieren, aber es ist so spannend irgendwie. Wie kriegt man freie Daten aus kommerzieller Software? Für Umfragen gibt es dann so auch Open-Source-Software wie LimeSurvey. Spannender wird es dann bei der sozialen Netzwerkanalyse, da komme ich gleich noch zu. Und ansonsten wieder die übliche Frage, Word, Excel, benutzt man OpenOffice, womit zitiert man? Also auch hier, es gäbe meistens vielleicht freie Alternativen und wieder die Sache, wie kann ich die Daten weitergeben? Das ist halt je nach Format eingeschränkt. Gut, kommen wir mal zu den Geschichtswissenschaften. Schwierig, was erhebt man in den Geschichtswissenschaften überhaupt für Daten? Es gibt einen relativ neuen Trend, der nennt sich historische Netzwerkanalyse und das ist im Grunde genommen eine soziale Netzwerkanalyse im Bereich der Geschichte. Deswegen hatte ich das jetzt gerade ausgespart. Die Standardsoftware ist PAYEC, die ist immerhin umsonst, wird seit den 90er Jahren in Delphi entwickelt. Das heißt also, es ist eine spannende Frage, wie lange das noch weiterentwickelt wird. Und wenn man sich damit dann so ein soziales Netzwerk zeichnen lässt, dann sieht das ungefähr so aus. Zweite Standardsoftware wäre UCNet bzw. NetDraw. Das ist dann Software, auch in Delphi entwickelt. Kriegt man ab $50 aufwärts. Ich glaube, bis $250 kostet die Software. Und die produziert dann auch sowas, was so aussieht. Und ich würde behaupten, wenn man Open-Source-Software wie zum Beispiel Gephi verwenden würde, bekäme man vielleicht was Hübscheres. Also Geschichtswissenschaften, 1000 kleine Tools, sowas wie Währungsumrechnung, Kalenderumrechnung, julianischer, gregorianischer Kalender ist vielleicht noch das Einfachste bei dem Ganzen. Genealogie, da gibt es auch ganz viel Software zu.
Dann vielleicht noch Informationsmanagement, das heißt sowas wie DevonThink findet man in Geschichtswissenschaften. Gibt es sicherlich auch Open Source für historische Netzwerkanalyse und ansonsten fallen da relativ wenig Daten überhaupt an. Also wenig freie Alternativen und wieder die Weitergabefrage. Dazu noch ein kleines Zitat. Also Johannes Fried wurde zur Relevanz von Computereinsätzen in Geschichtswissenschaften befragt und er verweist dann auf die seiner Meinung nach geringen Nutzen, die dem Aufwand einer Bearbeitung historischer Quellen mit EDV gegenüberstehe. Von Hand, so Fried, gehe es da einfach schneller. Also es gibt einfach nicht die Datenmenge, dass da ein großer Nutzen drin gesehen wird. Also kommen wir nochmal zu diesem wunderbaren Bildchen. Ich habe da jetzt noch eine kleine Skala dran gefügt und zwar geht die bis 100% und das ist quasi der gefühlte, also das ist wirklich absolut subjektiv, ist meine gefühlte Wahrnehmung von Einsatz von Open Source Software in der entsprechenden Disziplin. Also ich würde sagen, in den Naturwissenschaften liegt der Open Source Einsatz vielleicht so zwischen 50% und 60%, ist jetzt meine grobe Schätzung. Und je weiter man in die Geisteswissenschaften geht, desto mehr sinkt der Anteil von Open Source. Sehr subjektiv, ihr könnt da gerne anderer Meinung sein, also ich bin ja gespannt auf eure Rückmeldungen später. Spannender sähe jetzt die Kurve aus, wie die Datenlage aussähe. Das heißt also, bei den Naturwissenschaften in Mathematik produziert man quasi keine Daten und in den Geisteswissenschaften, in der Geschichtswissenschaft zum Beispiel auch. Das heißt also, die große Datenlage wäre quasi irgendwo in der Mitte. Und jetzt natürlich die spannende Frage, warum hilft Open Source, wenn man gute Wissenschaft betreiben möchte, also Daten, die man verarbeitet hat, nach Fair-Data-Prinzipien weitergeben möchte? Also je mehr Open Source man einsetzt, desto einfacher ist es einfach, die Daten in entsprechenden freien Formaten weiterzugeben. Dann klebt man noch Metadaten dran und schon hat man mehr oder weniger Fair-Data. Das heißt also, je mehr Open Source man einsetzt, desto einfacher ist es einfach, Fair Data zu produzieren und vor allem auch Open Data, wenn man denn möchte. Okay, ich hatte versprochen, noch ein bisschen was auch zu unserer Abteilung zu erzählen, wie das bei uns mit Fair Data gehandhabt wird, wie das bei uns mit Open Source gehandhabt wird. Also Fraunhofer steht ja irgendwie für Fortschrittstechnologie. Es ist so der Ruf, den Fraunhofer-Institute im Allgemeinen haben. Und wenn man bei uns durch den Flur geht mit all dieser Fortschrittstechnologie und die Kollegen mal fragt, wie sieht's denn aus mit Open Source? Und dann ist so die Antwort meistens, naja, das wollten wir schon immer mal machen. Und dann kommt aber, naja, dann müsste man ja jetzt mal dokumentieren, eine gescheite Dokumentation schreiben, die nicht nur die Kollegen, die sowieso schon die komplette Umgebung kennen, lesen können. Und man müsste mal Unit-Tests vollständig implementieren, irgendwie so. Die Software ist ja vielleicht nicht in dem Zustand, dass man sie rausgeben kann. Man hat halt eine gewisse Verantwortung, wenn man Open-Source-Software einfach veröffentlichen möchte. Wir setzen relativ viel Open-Source ein. Das heißt zum Beispiel, setzen wir Apache UEMA für unser Text-Mining ein. Und da ist natürlich schon auch der Antrieb da, der Community, sage ich jetzt mal, was zurückzugeben. Aber es ist immer die Frage, machen wir das jetzt, dann müssen wir es auch in ordentlichen Zustand bringen. Natürlich kann man auch Open Source irgendwo in ein Repository reinrotzen und sagen, ja, seht zu, dass ihr damit glücklich werdet. Aber das ist möchte man ja nicht unbedingt machen. Grundsätzlich steht die Wirtschaftslage von unserem Institut dem Ganzen nicht entgegen. Also womit verdienen wir unser Geld? Primär mit der Weiterentwicklung, mit dem Support und mit Hosting von Software. Das kann man genauso gut mit Open Source machen. Da gibt es überhaupt gar keinen Grund, warum man das nicht machen sollte. Aber es sind halt die unterschiedlichen Methoden in der Arbeitsweise, die man muss halt dann der Aufwand und Kosten abwägen. Grundsätzlich ist es aber kein Problem. Ich denke, das ist eben auch schon relativ deutlich geworden. Meiner Meinung nach hängt das ein bisschen damit zusammen mit der Frage, wer bin ich eigentlich? Also bin ich ein Mediziner? Bin ich ein Biologe? Bin ich vielleicht auch ein Historiker? Jetzt nicht bei uns in der Abteilung, aber grundsätzlich. Bin ich ein Informatiker? Bin ich ein Mathematiker?
habe ich Lust, mich jetzt damit zu beschäftigen, diese Software zu konfigurieren, Dokumentation zu lesen, sie zu installieren, oder möchte ich sie einfach nur verwenden? Und das ist ein anderer Punkt, der da jetzt mit reinspielt, weil da kommt nämlich die Fair-Data-Komponente wieder rein. Was meiner Meinung nach relativ wenig gewürdigt wird, ist, dass das Aufbereiten von Daten ein Wert an sich ist. Ich kann mich jetzt natürlich als Mediziner auf die Position oder als Biologe oder als was auch immer auf die Position zurückziehen und sagen, naja, das muss jetzt die Software für mich erledigen. Das tut sie aber in den seltensten Fällen. Sondern da steckt natürlich auch was dahinter. Man muss in aller Regel noch was manuell machen. Genauso gut ist es, kann man sich als Informatiker oder als Programmierer nicht auf die Position zurückziehen und sagen, du hast doch hier die Software, jetzt kannst du doch glücklich sein. Also, das Aufbereiten von Daten ist ein Wert an sich. Und auf der anderen Seite, wir haben eine Sky Bio Knowledge Base. Das ist eine Webseite, es ist eine Decan-Software. Das ist auch ein freies Projekt und die stellt einfach Daten nach dem Fair-Data-Prinzip zur Verfügung. Das wollen wir mit möglichst vielen Datensätzen machen. Das ist im Moment leider noch ein Bruchteil, aber das wird immer mehr kommen. Das ist einfach, ich sag mal, der neue Trend, Fair-Data. Dann haben wir aber auch ein ganz großes Problem mit dem Thema unfreie Daten. Also Patienten messen, Laborarbeit, das ist alles teure Arbeit. Das heißt, die Daten bleiben am Ende unter Verschluss, weil dann hat da jemand natürlich die Rechte dran und dann kann das in dieser Form nicht veröffentlicht werden. Auf der anderen Seite, Machine Learning zum Beispiel ist billig und trotzdem bleiben die Daten unter Verschluss oder auch generell bleiben Ergebnisse von Auswertungen, die Ergebnisse vom Textmining bleiben unter Verschluss. Warum? Naja, teilweise hat das einfach einen technischen Grund. Die entsprechenden Repositories fehlen einfach. Es gibt keinen einfachen Weg, irgendwie Modelle vom maschinellen Lernen irgendwo zur Verfügung zu stellen. Auch wenn das sicherlich sehr interessant wäre. Es ist immer die Frage, nutze ich die Chancen des Semantic Webs? Und ganz häufig auch die Frage, wo ist mein persönlicher Vorteil davon, wenn ich das tue? Und da müssen Leute einfach überzeugt werden, dass das auch für sie selber einfach ein Vorteil ist, wenn ihre Daten frei verfügbar sind. Dass es nicht nur ein Vorteil für die wissenschaftliche Community ist, sondern auch für den Wissenschaftler an sich. Einen letzten Punkt, es gibt natürlich auch Lizenzen, die Open Source verhindern. Wir setzen halt relativ viele sehr freie Lizenzen ein, aber gelegentlich gibt es halt auch einfach Lizenzen, die eine Weitergabe oder eine Weiterentwicklung und dann eine Weitergabe mit Open Source verhindern. Und da ist natürlich irgendwo so auch die Frage, wollen wir das wirklich wissen, was da alles an Lizenzen unserer Software drinsteckt? Und die Frage ist natürlich, ja, wir wollen es wissen. Also wir würden es wollen. Genau, so viel zu dem kurzen Einblick. Wenn euch das interessiert, morgen gibt es noch einen Talk von meinem Kollegen Marc Jacobs, der noch viel, viel mehr und auch mehr im Detail zu unserer Softwarearchitektur und auch zu Lizenzen erzählen wird. Also wenn euch das interessiert, geht da gerne hin. Es geht da um das Thema Microservices. Aber so mein Fazit, was ich hier einfach auch bei uns in der Abteilung und auch im DZNE und generell so mitgenommen habe, ist, dass Umdenken aktiv eingefordert werden muss. Also niemand hat eine intrinsische Motivation. Ich habe jetzt hier was tolle Wissenschaft produziert und was ist das Naheliegendste, was man tut? Man veröffentlicht es als Fair Data. Nee, das ist nicht der naheliegendste Grund, sondern das ist etwas, was im Gespräch und in der Diskussion irgendwo auf die Leute zukommt. Und deswegen ist so meine These, man muss aktiv mit Leuten reden, man muss für Open Source werben, man muss für Fair Data werben und dann kann sich Wissenschaft irgendwo auch im Großen verändern. Genau, also Fair Data ist der Ausgangspunkt gewesen. Meine These ist, wenn man je mehr Open Source man verwendet, desto einfacher ist es einfach Fair Data zu produzieren und das auch als Konzept zu leben. Und jetzt wäre der Zeitpunkt, wo ihr Fragen stellen könntet, wo Platz für Diskussionen wäre, wo ihr auch von euren eigenen Erlebnissen berichten könntet, wo euch das Thema einfach begegnet ist. Ja, danke für den schönen Vortrag. Also ich komme aus dem Bereich der Ingenieurwissenschaften und
Muss sagen, ich habe da gerade einen relativ schweren Stand, was Open Source angeht. Ist jetzt nicht so, bisher nicht so gut angekommen, sage ich mal. Das würde mich interessieren, was für Strategien hast du da, um den Leuten das zu verkaufen? Also wie machst du das schmackhaft? Das ist immer die Frage, muss ich mit Leuten zusammenarbeiten? Dann wird's schwierig, weil wenn ich mit jemandem zusammenarbeiten muss, der natürlich Software X immer schon verwendet hat, dann wird's echt schwierig. Aber wenn es ein Punkt ist, wo ich selber arbeiten oder alleine an einem Problem arbeiten kann, dann kann man sich natürlich auch auf die Position zurückziehen. Ich produziere dir die Daten und wie die am Ende, wie das passiert ist, dass sie jetzt in dieses Format gekommen sind oder dass die Auswertung gefahren wurde, dann kann es dir eher egal sein. Aber ansonsten wird es echt schwierig. Also auch eine Firmenkultur zu verändern, ist sehr schwierig. In dem Kontext jetzt ist es, glaube ich, ganz interessant zu sehen, zum Beispiel Machine Learning ist in erster Linie in Python implementiert, und wenn die Leute merken, okay, jetzt so ein Zukunftsthema ist in der Open-Source-Software implementiert, dann wird der Druck auch einfach größer, dass man sich überlegt, wird jetzt Zeit, mal umzustellen, oder so kann man es eben auch vertreten, indem man sagt, hier, das ist ein ganz wichtiges Thema, das wird auf uns zukommen und es macht ja Sinn, jetzt langsam auf diese Datenstrukturen auch umzustellen, damit man sowas auch nutzen kann. Also in dem Zusammenhang, finde ich, ist ein Weg, den Leuten das einfach klar zu machen. Ganz interessant im Nebenkontext, es gibt Materials Project, das ist von Berkeley. Da gibt es so Chemiedaten, frei verfügbar im Netz über eine Web-API, und es gibt ein ganzes Python-Paket, mit dem man die Daten auch benutzen kann. Das ist ganz cool in der Richtung. So, ja. Also das in der Biologie ist das Veröffentlichen mit LibreOffice eigentlich kein Problem, weil man das dann als Doc oder DocX einreicht. Allerdings habe ich schon erlebt, dass DocX als kaputt empfunden wurde, wo ich vermute, dass der vielleicht den Header gelesen hat und da stand da nicht Microsoft Office, sondern LibreOffice. Aber dann als Doc hat es funktioniert. Was mich mehr nervt momentan, das ist, dass einzelne Verlage dazu übergehen, dass die Druckfahnen als PDF zurückzugeben und dann zu erwarten, dass man mit Adobe Acrobat da die Kommentare und Korrekturen reinschreibt. Ich habe beim letzten Mal habe ich Flipset genommen, das bricht sämtliche Syntax-Taxe und alles, weil das in PostScript umwandelt. Aber zumindest haben sie sich nicht beschwert, sie haben es genommen. Gut. Also meine Erfahrung ist, selbst an einer großen technischen Hochschule in der Informatik, ich studiere Informatik an der RWTH Aachen, ist dieses Open-Source-Denken sehr überschaubar vorhanden. In dem eigentlichen Studium geht's noch so. Eines der wenigen Male, wo man tatsächlich im Studium einen Computer braucht, ist das Praktikum Systemprogrammierung. Das ist mit Atmel-Studio, so ein Visual-Studio-Gedöns, rein auf Windows. Das muss man benutzen. Also ich meine, naja gut, wenn man wirklich will, kann man das auf seinem eigenen Rechner nicht benutzen, den Code irgendwie so schreiben und dann nur vor Ort im Praktikum an den Praktikumsrechnern, aber das macht noch weniger Spaß. Und gerade wenn man da mal ein bisschen drüber weiterschaut und nicht nur studiert, sondern sich auch noch in Gremien betätigt, so Prüfungsordnung oder so, das wird alles in Word geschrieben. Und man bekommt diese Sachen nur aus Word im Änderungsmodus. Und wenn ich da jetzt irgendwie so hier LaTeX-Dokumente gewöhnt bin, die halt Plaintext sind, wo ich jetzt, okay, was ist jetzt in der Version anders, kann ich mir da den Text anzeigen lassen. Das in Word, also meiner Meinung nach ist eine völlige Katastrophe. Ich weiß auch nicht, wie die Verwaltung damit zurechtkommt, was die sich in den Kaffee schütten, aber man kommt da echt nicht drum rum. Das ist eine der größten technischen Hochschulen. Früher waren das mal Pioniere in Open Source. Also bei uns wurde gerade die Prüfungsordnung in LaTeX geschrieben. Also ich habe jetzt auch noch eine Frage, so ganz konkret, in der Forschungsförderung, also normal wird die Forschung ja öffentlich finanziert in Deutschland, zumindest größtenteils, und es gibt aber, also meines Wissens, und das kann falsch sein, das ist jetzt also eine Frage im Prinzip, also ich habe mehrere Python-Tools entwickelt, um irgendwelche Datenauswertungen zu machen, und eins von denen habe ich gemacht, als ich nicht mehr angestellt war, und habe die dann auf GitHub hochgeladen, weil ich dachte, das ist vielleicht relevant für andere Leute, aber soweit ich weiß, darf ich das nicht mit in der Zeit, wo ich am Forschungszentrum war. Ist das richtig so? Oder wie sind die Regelungen? Gibt es irgendwie Vorgaben, dass man das sogar machen soll?
Kannst du mir was dazu sagen? So. Ganz schwierige Frage. Da müsste man wirklich einen Juristen fragen. Oh, ist da gerade einer? Ein Jurist? Nee, kein Jurist, aber ich habe jetzt mit einem Juristen zusammengearbeitet, um auch die Frage zu klären, wem gehören Daten überhaupt? Ist ein ganz spannendes Thema, weil in der EU ist nicht geregelt, wem automatisiert erstellte Daten gehören. Gibt keine Regelung. Es gibt verschiedene Abstufungen. Also einmal, wenn eine Datenbank dahinter programmiert wurde, die erheblichen finanziellen Aufwand verursacht hat, gehört dem Besitzer der Datenbank oder dem Investor der Datenbank auch die Daten. Wenn ein physikalischer Speicher hinter ist, gehören die Daten, die auf diesem Speicher sind, also wenn der Speicher gehört, gehören die Daten. Aber abgekoppelt von dem Speichermedium gibt es für automatisierte Daten keinen Besitzer. Das andere ist, wenn es personenbezogene Daten sind, dann ist ganz klar, dann gehören sie mir. Also wenn die Daten jetzt auf mich bezogen sind, gehören sie mir, ganz einfach. Das haben wir auch in der DSGVO geregelt. Aber alles, was jetzt beispielsweise aus IoT-Geräten kommt, aus Machine Learning oder aus ganzen Sensoren, unabhängig vom Speichermedium gibt es keinen Besitzer. Und das ist dann immer eine Frage, wo jetzt auch auf höchstrichterliche Urteile gewartet wird. Wobei aber jetzt auch, es gibt verschiedene Gremien, auch mit den Justizministerien aus Deutschland, die sagen, es gibt momentan keinen Bedarf, ein Urteil zu fällen und haben das Ganze vertagt und sagen dann auch, wir machen auch nichts Eigenständiges, wir machen das dann mit der EU. Und die EU hat ja, ich glaube 2016, so ein Binnenmarkt-Agenda gefasst oder nochmal vertieft. Und da ist das mit ein Punkt, aber bisher gibt es keine Aussagen, zu wem Daten gehören. Das heißt aber, wenn man Daten in einem beruflichen Kontext verwertet oder eine Software im beruflichen Kontext schreibt, gehören die immer dem Arbeitgeber. Weil das ist meine Arbeitszeit, ich kriege die bezahlt und alles, was ich in der Arbeitszeit produziere, gehört immer meinem Arbeitgeber. Noch eine Anmerkung? Ja. In der öffentlichen Forschung ist das natürlich eine Schande, weil ich meine, öffentliche Gelder werden bezahlt, dass Wissenschaftler irgendwas tun und dann ist der Öffentlichkeit nicht mal Zugang gegeben zu Daten oder Software. Das ist schade. Das ist nochmal ein ganz weites Feld. Darf ich da kurz was zu sagen? Also soweit ich das sehe, ist das jetzt immer häufiger bei den öffentlichen Förderungen so, dass die zur Verfügungstellung der Ergebnisse und auch die Veröffentlichung der Daten im Kontext von Open Data, welches auch immer das Konzept das jeweils ist, auch heute fast immer verlangt wird. Also es ist nicht mehr so, dass das sozusagen dann immer im stillen Kämmerlein verbleiben sollte. Ja, dazu auch einen ganz aktuellen Fall. Also wir sind jetzt gerade auch in einer Projektausschreibung mit einem Fraunhofer in Freiburg zusammen. Und da ist die klare Aussage auch von den Förderministerien, wenn die Daten nachher veröffentlicht werden, solange kein Patent oder sowas angemeldet werden soll, wenn die Daten nachher veröffentlicht werden, erhöht das die Chance zur Genehmigung der Fördergelder. Wenn man jetzt sagt, die Daten werden nicht veröffentlicht, dann kann das die Förderung teilweise auch ausklammern. Das ist natürlich immer noch die spannende Frage, wird es am Ende auch so gemacht und wird es so gelebt? Zu der Veröffentlichung der Daten, was leider bei vielen von diesen Dingen, ja, wir müssen die Daten irgendwie veröffentlichen. Ein CSV ohne Header ist eine Veröffentlichung. Also völlig unstrukturierte, nicht lesbare wiederverwertbare Blobs, die man irgendwo mal in irgendein Archive hochlädt, reichen völlig. Und dann gibt's halt wenig Motivation, dass man irgendwie strukturierte Daten, die irgendjemand was helfen, bringt. Ja, vielleicht zu der letzten Frage passend, was sind denn gute Plattformen zur Veröffentlichung von Daten? Ich meine, so der typische Wissenschaftler, so ein Postdoc, der tingelt von einer Institution zur nächsten alle zwei Jahre oder so. Wenn der seine Sachen langfristig irgendwo veröffentlichen will, wo kann er sowas tun? GitHub für Code, okay, da gibt es sowas in der Richtung für Daten. Was sind gute so Repositories für Daten, die gut strukturiert sind und so? Gibt es da schon irgendwelche Projekte? Also von der EU ein Projekt. Ich komme gerade auf den Namen nicht, aber das gibt es auch schon seit etlichen Jahren und es wird wahrscheinlich auch noch, also gehe ich von aus, noch ein paar Jahrzehnte bestehen. Da kann man nicht nur wissenschaftliche Texte hochladen. Vielleicht komme ich noch auf den Namen. Habe ich gerade nicht präsent. Vielleicht fällt es mir gleich noch ein. Und ansonsten gibt es natürlich diese Software Deacon, wo man aber irgendwo eine Instanz braucht, eine Installation braucht. Und wenn es da irgendwie eine langlebige Installation gäbe, wäre das natürlich ein guter Ort einfach.
Also ich weiß nur, dass es in verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen Ansätze gibt, große Datenmengen eben wirklich auch zentral irgendwo abzulagern. Das ist aber nicht einheitlich, sondern es ist eben je nachdem. Also ich weiß, die Meteorologen zum Beispiel haben ja da so ein bisschen das Datenproblem und so. Ja, dazu hatte ich auch bei der Suche mit der Frage, wem gehören Daten, ich komme nicht mehr genau auf den Betreiber der Seite. Es ging auch um die Veröffentlichung von wissenschaftlichen Daten. Also da gibt es was, da gibt es auch Best Practices, wie man es am besten macht und unter welchen Lizenzen, super erklärt. Auch wo dann die Abstufungen zwischen den GPL-Lizenzen und sowas sind. Muss man einfach mal kurz googeln, es gibt da auf jeden Fall was. Das aber muss man wirklich unterscheiden zwischen den Veröffentlichungen und den Daten, die dazu gehören. Das ist zwei doch sehr unterschiedliche Paar Schuhe. Und bei den Veröffentlichungen haben wir im Moment gerade die Diskussion mit den Bibliotheken. Und da ist ja richtig Bewegung im Spiel. Und es gibt schon so eine Bewegung, eben wissenschaftliche Publikationen eher in wissenschaftlich selbstgetragenen Institutionen zu veröffentlichen, als sie an die großen Verlage zu geben, wo dann letztendlich der Effekt ist, dass man dann halt die Hochschulen und die Forschungseinrichtungen sehr viel Geld bezahlen müssen, um an die eigenproduzierten Dinge wieder dranzukommen, nur damit sie in einer ja referenzierbaren Form eben irgendwo veröffentlicht werden. Das ist schon teilweise sehr schräg, was da passiert. Und im Moment ist es in Bewegung und auch dieser Open-Data-Kontext, habe ich den Eindruck, bewegt sich gerade. Also da tut sich was und wir müssen ein bisschen gucken. Und wir sind ja dazu da, um das Thema ein bisschen nach vorne zu tragen. Ja, bitte. Also in der Biologie ist das ja so, dass da mittlerweile gigantische Datenmengen von den Genomsequenzierungsprojekten anfallen. Und da gibt es eigentlich schon Portale, allerdings auch nicht alles zentralisiert. Das fing mit drei großen Datenbanken an, in Japan DDBJ und NCBI-Datenbank und EBI in USA, in England, die europäische Version, die auch die Daten synchronisiert haben. Das heißt, wenn man Sequenzdaten nach einer Veröffentlichung freigeschaltet hat, beziehungsweise vorher hochlädt mit Accession-Nummern, kann man auch als Flat-Text oder auch maschinenlesbar irgendwie runterladen, dann werden die halt gespiegelt und sind hinterher in den beiden anderen Datenbanken auch vorhanden. Und in der Biologie sehe ich halt so die Tendenz, dass wegen dieser großen Datenmengen zunehmend Linux-Systeme Einzug halten, weil man diese Sachen kann man nur noch auf großen Mainframes verarbeiten. Ganz am Anfang war ich die einzige Linux-Userin in unserer Arbeitsgruppe und wir arbeiten wohlgemerkt mit Little Data, mit Sanger-Sequenzierung noch und mit phylogenetischen Analysen. Und die phylogenetischen Analysen laufen dann also mit Open Source, mit RuxML und Mr. Base auf diesen Mainframes teilweise. Und zunehmend kam immer doch ein paar mehr Leute, hauptsächlich aus der Phylogenie-Gruppe, die dann auch mit Linux gearbeitet haben hinterher und sich auch da eingearbeitet haben, wenn auch eben teilweise mit Dual-Boot-Systemen. Also es ist auch eine Frage der Anforderungen. Linux ist eigentlich für diese, wenn man neue Programme und sowas erstellen will, wir sind jetzt nicht die Programmierer, aber auch wenn man große Datenmengen verarbeiten will, eigentlich die bessere Version. Und wenn man wirklich große Daten hat, irgendwie springen die Leute dann irgendwann auf Linux über. Also wenn man mal überlegt, wie das HTTP-Protokoll entstanden ist am CERN, dann hatte das genau diesen Hintergrund, nämlich der Austausch von wissenschaftlichen Artikeln zwischen Leuten, die sich mehr oder weniger in der Community kennen. Und ich bin ganz optimistisch, das ist noch nicht so lange her, dass sie das sich überlegt haben, dass wir da auch in absehbarer Zeit da auch zu neuen Strukturen kommen. Also ich habe da durchaus gute Hoffnung. Dann möchte ich nochmal ganz herzlich danken. Ich fand den Artikel, den Beitrag sehr interessant, weil wir haben selten jemanden, der sozusagen so durch die Breite der verschiedenen Wissenschaftsgebiete auch mal Erfahrungen gesammelt hat. Wir haben ja doch oft eher so eine Informatik-Mathematiker-lastige Klientel hier und von daher fand ich das hochinteressant, auch mal über die Geisteswissenschaften zu schauen. Da bin ich auch so ein bisschen zu Hause, von daher kenne ich das auch und kann das nur unterschreiben, was du da gesagt hast, das passt schon alles. Und ja, also, dann danke ich nochmal für die Aufmerksamkeit und herzlichen Dank für den Vortrag. Danke.